Zum Büro zurück. Sie können ja bleiben, wenn Sie wollen. Scheiße, ich bleibe. Viel Spaß, Partner. Den werde ich haben. Schließlich ist es ein Vergnügungspark. Aber Sie nehmen nicht den Wagen. Verdammt, geht doch alle. Ich werde nicht aufgeben, bis ich etwas finde. Zeit für eine kurze Fahrt. Ja, machst du nicht allzu kurz. Mädel, ne? So, dann wollen wir uns mal hier reinbegeben. So, die Taste ist kaputt. Ja. Dieser Knopf funktioniert so, so lange nicht. Solange ihr auf den Knöpfen rumdrücken, bis hier alle Lampen leuchten. Dieser Knopf funktioniert nicht. Tolle Meldung. Dieser Knopf funktioniert nicht. Da kann man sich leider keinen Lösungsalgorithmus so einfallen lassen, das ist ein Zufallsgenerator. Immer ist irgendeine andere Kombi richtig. Die Anlage in der Kammer läuft. Der Zug ist jetzt mit Strom versorgt. Und einmal hier auf diese rote Schnur klicken und dann geht's auch schon los. Ich habe noch eine Spielkarte gefunden. Ich muss meinen Partner anrufen. Hallo, ich habe eine Karte in der Kammer gefunden. Eine Dame. Dann tun Sie sie in eine Plastiktüte für Beweisstücke. Am Ort des Verbrechens erscheinen Karten. Also muss er hier sein. Wo ist das Verbrechen?
Wo ist das Opfer? Vielleicht haben wir ihn gestört. Er ist abgehauen, aber er wird es wieder versuchen. Ich komme nicht mit den Hubschraubern zurück. Ich kann die Polizei bitten, eine Patrouille vorbeizuschicken. Jemand sollte diesen Ort die ganze Zeit überwachen. Ich sage Ihnen, dort ist nichts. Woher wollen Sie das wissen? Kennen Sie sich mit Cartman so gut aus? Wenn Ihnen danach ist, den Vergnügungspark zu überwachen, dann tun Sie es. Arschloch. So, und wieder beginnt eine Filmsequenz. Also noch als Achterbahn, glaube ich, da im Hintergrund nicht. FBI, keine Bewegung. Kein Scherz. Was zum... Umdrehen und Hände an die Wand. Jetzt! Was geht hier vor? Ich arbeite hier. Haben Sie eine Waffe? Scheiße! Nein! Wie heißen Sie? Archie Benson. Was machen Sie hier? Arbeiten. Ich bin von der Abrissfirma. Um diese Uhrzeit? Ich passe auf diesen Müll auf. Ich bin der Wachmann. Für eine Wache scheint Ihnen das hier ziemlich egal zu sein. Wer ist Ihr Boss? Meinen Sie den Bauleiter oder den, der mich eingestellt hat? Den Bauleiter. Keenan Townsend. Wie lange arbeiten Sie hier schon? Einen Monat. Ich sitze hier normalerweise abends. Heute müsste ich mir ein Bier holen. Es ist hier nachts so still und man hört nur das Stöhnen und Ächzen der Maschinen im Wind. Ich kann nicht schlafen, wenn ich nicht betrunken bin. Der Bauleiter wird entzückt sein. Was machen Sie, wenn Sie mit dem ganzen Zeug hier gestohlen werden? Das ist mir egal, solange Sie mich nicht in einen anderen Bundesstaat schleifen. Sie sind also auf Bewährung? Fragen Sie meinen Anwalt. Das mache ich bestimmt. Und jetzt strengen Sie sich mal an und versuchen Sie sich daran zu erinnern, ob Sie hier in den letzten Tagen irgendwelche fremden Leute gesehen haben. Das ist ja das Problem, dass niemand hier gewesen ist. Man langweilt sich zu Tode. Wie viele Leute sind mit dem Abriss beschäftigt? Nie mehr als 4 gleichzeitig. Sie finden eine Liste im Wachhäuschen. Und keiner von denen hat in letzter Zeit irgendetwas Ungewöhnliches bemerkt? Sie waren schon eine Woche lang nicht hier. Dieser Abriss hat keine besonders hohe Priorität, wissen Sie. Das kann einen wirklich runterziehen. Wonach suchen Sie denn? Spielen Sie hier Karten? Das gesellschaftliche Leben ist hier eher ruhig. Jeder springt einfach in sein Auto und haut so schnell es geht ab. Sie sind auf Bewährung. Ich möchte, dass Sie sich um 10 Uhr im örtlichen Büro des FBI in der Bronx melden. Fragen Sie nach einer Agentin Bonnet. Sie werden bei der Arbeit entschuldigt. Sprechen Sie einfach mit Ihrem Bauleiter. Und sprechen Sie mit niemandem über unsere Unterhaltung. Meine Güte, sollte ich jetzt Angst haben? Wie meinen Sie das? Sollte ich verdammt nochmal Angst haben? Sie sind ein Wachmann. Ich bin sicher, Sie werden damit fertig. Jep. Ich werde ein paar Freunde zur Verstärkung anrufen. Wofür brauchen Sie ein Kombinationsschloss am Kühlschrank? Nun... Was ist da drin? Es ist ja kein Safe, oder? Treffer. Da bewahrt unser Boss unsere Bierchen auf. Nun, das ist ziemlich verrückt. Sie wissen nicht, wie das hier ist? Schmutzig, staubig, moderig. Und es ist ein weiter Weg zum Supermarkt. Kennen Sie die Kombination? Nein. Ich wünschte, ich würde sie kennen. Ich bin überrascht, dass das Bier eingeschlossen ist. Da sind Sie nicht die Einzige. Das, was da am Anfang mit dem Geisterzug passiert ist, Sie fragen besser nicht. In der Kammer des Schreckens? Nimmt das jemand ernst? Das ist der Punkt. Alkohol plus Geisterzug ergibt eine Katastrophe. Der Boss hat uns unser Bier weggenommen und zusammen mit dem Schlüssel zum System im Kühlschrank eingeschlossen. Er hat sich um unsere Sicherheit gesorgt. Ein guter Boss, oder? Haben Sie Wertmarken?
Möchten Sie das Karussell ausprobieren? Ich frage mich, was man durch das Fernglas an dem Weg sehen kann. Nichts. Und ich habe keine Wertmarken. Etwas hat in Ihrer Tasche geklappert, als Sie durchsucht worden sind. Das müssen Geldmünzen gewesen sein. Ich kenne die Kombination vom Kühlschrank. Sie? Wie kommt's? Ich habe ihn geknackt. Sie veräppeln mich, oder? Keineswegs. Helfen Sie mir, an ein paar Wertmarken für das Fernglas zu kommen. Was springt für mich dabei heraus? Sie wollen das Bier, richtig? Es gehört also mir? Sie bekommen das Bier, wenn Sie mir die Wertmarken geben. Verdammt! Echt? Also, haben Sie Wertmarken? Wie ist die Kombination? 2914. 2914. Ah, endlich! Gehen Sie und werfen Sie einen Blick durch das Fernglas. Danke. Nützen Sie mir etwas im Supermarkt? Verdammt, ich will nur helfen und Sie wollen mich ausnutzen? Wo finde ich Ihren Boss? Weit weg. Sie sind für ein paar Tage nach Florida. Nun, gerade das kann ich nicht machen. Haben Sie diese Karte gesehen? Nein. Warum? Jemand hat sie auf das Horn einer Attrappe gesteckt. Was für eine Attrappe? In der Kammer des Schreckens. Mann, was für eine Entdeckung. Es ist ein Vergnügungspark, oder? Jemand hat es gestern oder heute gemacht. Wer hätte das sein sollen? Ich bin hier alleine. Woher wollen Sie das wissen? Ihnen kribbelt es in den Beinen. Sie halten es nicht lange an einem Ort aus. Was ist denn dabei? Seit wann kümmert sich das FBI um Spielkarten? Suchen Sie nach einem illegalen Casino? Warten Sie hier. Ich gehe nirgendwo hin. Sehen Sie, ich bin im Dienst. Das geht nicht. Interessant, dass jemand dieses Fernglas mit einem Nachtsichtgerät ausgerüstet hat. Die Fässer blockieren meine Sicht. Das Bild ist unscharf, aber ich kann eine Herzdame erkennen. Das Zeichen zeigt auf die Fässer. Oder auf etwas, das dahinter liegt. Können Sie mir sagen, was ich dort hinten, hinter diesen Fässern finden kann? Nichts. Da ist nichts. Das ist einfach ein verlassener Ort. Ich bin weg. Zu schade. Ich fühle mich sicherer mit einem FBI-Agenten in der Nähe. Ich kann ein Gebäude erkennen. Was ist das? Eine Fabrik? Ein Kraftwerk? Ist das da ein Kraftwerk? Da hinten? Jip, gut möglich. Ist es in Betrieb? Nö, Cannon hat mir erzählt, das Land für den Vergnügungspark wurde von den Eigentümern des Kraftwerks für einen Apfel und ein Ei gekauft. Ich schätze, das Kraftwerk wird bald abgerissen. Ein altes Kraftwerk ab vom Schuss.
Ist dies der Ort, wo ich endlich dem Killer gegenüberstehe? Das werden wir wohl erst im nächsten Part feststellen. Bis dann, tschüss.